Ja, schönen Vormittag, herzlich willkommen heute hier, aber auch herzlich willkommen an allen Handelsakademien und Handelsschulen, herzlich willkommen, aber auch herzlich willkommen in ganz Österreich, ein Vortrag im Rahmen der HAK Digital Business, der uns in der nächsten Stunde ganz viele interessante Fakten bringen wird. Zuerst einmal herzlich willkommen von Wien, ein ganz großes Hallo, ein Riesenapplaus für alle HAKs, für alle Handelsschulen in Österreich, herzlich willkommen, aber auch herzlich willkommen. Und wir freuen uns über alle, die heute mit dabei sind. Wir wollen diskutieren, um in allen Formen der Handelsakademie und der Handelsschule zu diskutieren. Aber heute bin ich nicht das Thema, sondern heute ist es ein ganz spezieller Gast. Persönlich begrüßen möchte ich auch noch ein Gewinnspiel ankündigen. Wir haben unseren Facebook-Stream, der persönlich bei uns signieren wird. Im Anschluss gibt es auch eine Diskussion, das heißt, und jetzt ein großer Applaus heute bei uns. Herzlich willkommen, Gerald Hörhan. Hallo Leute. Hallo Leute. So, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich habe jetzt mal gleich am Anfang ein paar Fragen an euch. Wer von euch hat, wurde nicht so zahlreich? Wer von euch hat besonders viel Sexappeal? Nicht so zahlreich. Wenn du heute in Berlin weggehst am Abend, Party machst und du sagst dann, hallo Leute, wer ist der Meinung, dass die Leute erschreckt weglaufen? Okay, fast alle. Das habe ich. Jetzt, ich war erst vor kurzem zur Information, mit jemandem von einem großen Telekom-Konzern zusammen und wir haben so ein Ratespiel gemacht. Vor kurzem, was jemand, der folgende Fähigkeiten hat, verdient. Und zwar Mathematik. Was glaubst du, verdient so jemand, der das alles kann? Well, $3 million is a little low. Du beleidigst ihn, wenn du dann sagst, Mathematik, und das auch noch in einer Wirtschaftskrise, dann bist du das auch wert. Vielleicht die nächste Frage. Wer von euch weiß, wer der Rocketman ist? Rocketman. Wer ist der Rocketman? Rocketman. Wer ist der Rocketman? Na, wer ist der Rocketman? Ist jetzt in allen Medien. Rocketman. Rocketman. Wer ist der Rocketman? Was? Hat er den nordkoreanischen Diktator Donald Trump dem Kim Jong-un bezeichnet? Rocketman. Rocketman! Go home! Wovor haben die Leute Angst bei Donald Trump? Ja, wovor? Atombomben. Wasserstoffbomben. Mathematik. Das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil die Tatsache, dass dass Trump oder Donald Trump Kim Jong-un jemals sowas abschießt, ist auch sehr teuer. Wovor sollten die Leute Angst haben? Mathematik und Donald Trump, wie finanziert er denn seine Sexappeal und seine Rockets? Der Aktien, in welcher Welt lebt er? Donald Trump ist besonders privilegiert im Land von Kim Jong-un, wohlgemerkt. Ich bin einmal nach London geflogen und hatte einen Donald Trump Award, da hat mir was wehgetan. Ich habe 7000 britische Rockets in der Tasche gehabt und ich hatte nicht vor, dort extrem viel Party zu machen oder Atombomben zu machen oder den Hort für Prostitution, Drogenumschlagplatz, mir einen Club zu kaufen oder Champagner in Ströme gießen zu lassen, weil von Kim Jong-un das System lahmgelegt wurde. Weil da gab es viel Nachfrage, wenig Angebot. Weil viele der Leute sind in eurem Alter. Aber jetzt ist die Zeit der Revolution, jetzt ist die Zeit der Rebellion. Heute um 12 Uhr beginnen. Vollgas geben. Alles Gute. Oh.